Servus Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt gerne mit in den Kommentaren, es steht der 27. Spieltag an. Ja, die zweite Bundesliga steht weiterhin auch in den Sternen. Die erste Bundesliga soll ja jetzt voraussichtlich am 9. Mai oder so wieder losgehen. Ich bin da ja ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch, ob das dann so kommt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was meine Meinung dazu sein soll. Wäre natürlich cool für die Prognosen, aber ehrlich gesagt, Sicherheit geht nach wie vor vor. Dementsprechend, ja, muss ich mir da nochmal meine Gedanken drüber machen. Aber ich bin fertig mit dem Labern. Jetzt geht's erstmal weiter mit dem 27. Spieltag Sandhausen gegen Regensburg. Spiel Nummer 1. Viel Spaß dabei und danke euch fürs Reinschalten. Am Freitagabend hat der SV Sandhausen den SSV Jahn Regensburg zu Gast im Hartwaldstadion. Die Sandhäuser in den weißen Trikots im ersten Durchgang durchaus gut aufgelegt. Weiter Ball von Scheu zu Julius Biada, der dann nicht lange rumfackelt und Volley einnetzt. Meier ist noch dran mit den Fingerspitzen, kann den Ball aber nicht mehr erreichen. Und schon wieder dieser Scheu, der läuft hier über die rechte Außenbahn ziemlich viele Kilometer ab, bringt den Ball auf den zweiten Pfosten. Buhadus legt den Ball per Kopf zurück. Da ist Biada, der zum Doppelpack einnetzt. Meier wirkt etwas desorientiert, kommt nicht mehr ran. 2:0 nach 45 Minuten. Der SSV Jahn Regensburg hatte Gesprächsbedarf und ganz viel Luft nach oben. Der sollte aber dann nicht wirklich was gebracht haben, dieser Gesprächsbedarf. Stattdessen weiterhin Sandhausen. Wieder Scheu, der unermüdliche Scheu zu Kevin Behrens. Meier mit der Parade, Behrens aber auch sonst im Abseits gewesen, sehen wir gleich nochmal. Hier trotzdem eine durchaus gute und ansehnliche Tormöglichkeit, aber der Schritt war durchaus schon zu erkennen. Sandhausen wollte hier schnell alles klar machen. Sirov mit der Balleroberung, Halimi, Scheu, Buhadus, wieder Halimi zu Behrens. Das 3:0 lag sowas von in der Luft und wäre auch überfällig gewesen. Gleichermaßen wäre das auch die Entscheidung, denn dass der SSV Jahn hier 3 Tore erzielen könnte, das konnte sich wirklich niemand vorstellen. Auch eines war schon sehr unrealistisch, weil Sandhausen nicht aufhörte. Correia erstmal mit der Klärungsaktion, trotzdem die Szene noch heiß, da ist Nauber, der es noch einmal versucht, knapp 20 Minuten vor dem Ende aus der zweiten Reihe, schöne Direktabnahme, ging dann aber am Kasten vorbei. Mehr kam nicht von beiden Seiten, war es das gewesen. Sandhausen gewinnt hochverdient, ganz souverän mit 2:0. Und der ein oder andere Treffer wäre auch noch mehr drin gewesen. Das zweite Freitagsspiel hieß Karlsruhe gegen Bochum im Wildparkstadion. Die Bochumer zu Gast hier von rechts nach links im ersten Abschnitt. Blau also gegen Weiß, der KSC hier. Wild von Beginn an, Grozurek steckt durch zu Philipp Hofmann. Der erste Treffer der Partie sollte aber keine Gültigkeit bekommen, weil Hofmann im Abseits stand. Da geht die Fahne hoch, die ging recht spät hoch. War aber trotzdem die korrekte Entscheidung. Der Pass kommt etwas zu spät, dadurch Hofmann in besserer Position als sein Gegenspieler, aber regelwidrig. Vor dem Seitenwechsel gab es dann die ein oder andere Chance für die Bochumer, die sich zum Glück hier besser reinfuchsen konnten. Blum mit der Flanke, Gordon mit der Rettungsaktion vor Sylvain Jean-Voulard. Gefährliche Szene, das hätte auch ein unglückliches Eigentor werden können. Immer noch nicht Pause, der VfL Bochum mit einer Standardsituation aus dem linken Halbfeld. Dani Blum bringt ihn mit dem linken Fuß rein. Da ist dann der Kopfball von Saulo De Cali. 45. plus 2, das 1:0 für die Gäste. Opov ist auch noch dran, kann ihn aber nicht mehr klären. So stand es nach 45 Spielminuten. 0:1, Bochum verdiente sich das dadurch, dass sie nach und nach besser reinfanden. Jetzt aber De Cali in negativer Form im Fokus. Er verursachte in der 59. Spielminute einen Strafstoß hier gegen Vanicek. Schubst da wohl ein bisschen.
Vanicek sollte das Ganze egal sein. Der Gefaulte tritt selbst an und macht das Ding rein. 59. Minute der Ausgleich. Super Elfmeter oben rechts rein. Nicht zu halten für Manuel Riemann. Der Ausgleich war beschert. Der KSC wollte jetzt mehr. Wir sind schon in der Schlussphase. Die 89. Spielminute. Die Fans machten noch einmal Lärm im Wildpark. Vanicek, der Torschütze, zum 1:1 legt sich den Ball zum Eckstoß zurecht. Die Bochumer müssen gegen diese große Mannschaft von Karlsruhe gewappnet sein. Da ist Gordon und doch der Treffer. 89. Minute. Das 2:1. Super Abnahme von Gordon. Riemann sieht nicht gut aus. Dekali kommt einen Schritt zu spät. Die Partie gedreht im zweiten Durchgang. Karlsruhe holt sich den Dreier, über 90 Minuten hinweg gesehen. Auch nicht unverdient. Spitzenspiel im Volksparkstadion. Der HSV hat den Tabellenführer aus Bielefeld zu Gast. Und der Tabellenführer machte seinem Ruf alle Ehre, legte hier gut los. Wir sind in der Frühphase der Partie. Cebio Suku zu Fabian Klos. Da wird nicht lange rumgefackelt, sondern direkt abgeschlossen. 6. Spielminute. Hier aber nur das Außennetz, das strapaziert wird. Vom HSV kam nach vorne nada niente, nichts zu sehen. Bielefeld machte weiter. Suku in der 10. Heuer Fernandes bis dahin schon einige Male wirklich in Mitleidenschaft geraten, muss hier eine Glanztat rausholen, um das 0:1 zu verhindern. Bielefeld trat hier stark auf, fast wie ein Erstligist. Über eine halbe Stunde gespielt, wir warteten weiterhin auf das vom HSV, aber der Treffer fiel folgerichtig für Bielefeld. Johann Simon Edmundson, der Abpraller landet direkt vor seinen Füßen. Da wird dann nicht lange überlegt, sondern raufgehalten. So stand es völlig verdient 1:0 nach 45 Minuten. Doch auch hier sollte es einen Strafstoß geben. 65. Minute. Nilsson mit dem Foulspiel überrumpelt hier Hinterseher. Kann man durchaus so sehen, die Möglichkeit für Hinterseher selbst, das Ding zu verwandeln gegen Stefan Ortega Moreno. Aber da scheitert der Mittelstürmer. Passte zu einem gebrauchten Tag der Rautenelf. Ganz mieser Elfmeter. Das Tor sollte man schon treffen, aber den wollte er eben zu platziert machen. Doch der HSV jetzt mit Wut im Bauch. Tim Leibold Hinterseher zu Luis Schaub und der Ausgleich. 73. Spielminute. Der Volkspark war wieder voll und ganz da. Die Hoffnung auf den Dreier lebte. Doch das letzte Wort in dieser Partie, in dieser Spitzenpartie, hatte Arminia Bielefeld. Sie spielten das gut aus. Bisschen zu passiv geworden im zweiten Durchgang, aber jetzt dieser Nadelstich. Jonathan Klaus zu Manuel Prietl. Da fehlt ganz wenig zum 2:1. 79. Minute. Einige Zentimeter verpassen die Bielefelder hier dann doch den Sieg. Es endet mit 1:1. Der HSV war besser im zweiten Durchgang. Aber Bielefeld hätte mit etwas mehr Elan auch 3 Punkte mitnehmen können. Das dritte Spitzenteam im Bunde ist der VfB Stuttgart zu Gast bei den Kieler Störchen im Holsteinstadion. Kiel hier früh unter Druck gesetzt, vom VfB in Rot gekleidet. Silas Wamangi Tuga mit dem Flankenball. Gonzalo Castro mit dem ersten Abschluss, 13. Spielminute. Viel war chancentechnisch noch nicht drin. Doch der VfB wollte hier den Dreier unbedingt mitnehmen aus dem hohen Norden. Doch Holstein Kiel wusste dann auf Zeit damit umzugehen. Jani Serra, Injovski, Özkan zu Jani Serra. 26. Es wurde besser, was von den Gastgebern jetzt kam. Etwas zu unplatziert dieser Ball, sodass Kobel den halten kann, zum Eckball abwehrt.
Das wäre der trotzdem etwas überraschende Führungstreffer gewesen. Jetzt aber Kiel mit der 100%igen. Emmanuel Ioa hat die Möglichkeiten der Welt. Macht es dann selber. Dauert etwas zu lange, lässt sich etwas zu weit abdrängen. So dass Kobel mit einer Glanztat das 0:0 erstmal parieren konnte. 0:0 stand es dann zur Pause. Es war noch beidseitig Luft nach oben. Chancen aber für Tore hatten auch wiederum beide Mannschaften vorzuweisen. Holstein Kiel jetzt noch mutiger. Janni Serra setzt sich da im wichtigen Zweikampf durch, hat dann ganz viel Platz, wird nicht angegriffen. Lässt sich nicht zweimal bitten und schlägt zu. Knapp über eine Stunde gespielt. Serra mit dem 1:0. Der VfB jetzt richtig gefordert. Verlieren möchte man hier unter keinen Umständen. Gonzalo Castro spielt zu Daniel Didavi. Scheitert aber an Ioannis Gelios. Spitzer Winkel, super Abschluss. Tolle Parade, aber auf der anderen Seite auch vom Kieler Schlussmann. Schlussphase. Der VfB noch einmal. Massimo zu Daniel Didavi. Bekommt jetzt langsam Gegnerdruck, aber lässt den aussteigen wie ein Trainingshütchen. Vorbei an Gelios, hinein ins Glück in den kurzen Winkel. Das 1:1 für beide Mannschaften in Ordnung. Kiel vielleicht etwas traurig, dass der Treffer so spät fiel, aber sie haben es auch verpasst, den zweiten Treffer zu erzielen. Duell zweier Niedersachsen. Der VfL Osnabrück hat an der Bremer Brücke Hannover 96 zu Gast. Die Hannoveraner im Tabellenmittelfeld wollen sich weiterhin nach oben ran. Robben Osnabrück muss den Blick nach unten richten. Die Chancenverhältnisse waren hier doch recht deutlich verteilt. Hannover legte ganz gut los. Siebte Spielminute, der erste Abschluss, aber noch etwas zu harmlos. Osnabrück bis dahin nach vorne nicht wirklich sichtbar gewesen. Jetzt vielleicht mal über Benjamin Goeth und Schmidt. Das wäre es dann fast gewesen. 14. Spielminute. Kein schlechter Abschluss. Ron-Robert Zieler streckt sich, hätte den wohl nicht mehr erreicht. Hat aber Glück, dass der Ball vorbeigeht. Nun wieder der VfL Osnabrück. Sie wurden mutiger tatsächlich nach schwacher Anfangsphase. Kaiser wehrt den Ball unglücklich ab vor die Füße von Benjamin Goeth. Der zweimal scheitert an Bakalorz, dann an Ron Robert Zieler. Hannover 96 meldete sich vor dem Pausenpfiff aber auch noch einmal zu Wort. Haraguchi, Maina, wunderbares Passspiel Haraguchi mit dem Treffer. Das ist einfach super gespielt, qualitativ hochwertig, schwer zu verteidigen in der Rückwärtsbewegung für den VfL Osnabrück. So konnten die Gäste mit der Führung im Rücken in die Katakomben gehen. Der VfL Osnabrück wusste im zweiten Durchgang erstmal nicht bei Hannover 96 in die gegnerische Hälfte gefährlich vorzustoßen. Stattdessen wieder Hannover, Lindenmainer. Trifft aber nur den Pfosten, hätte hier in die Mitte legen können, legen müssen, gefährlicher Abschluss, aber das Tor muss hier eigentlich fallen. Die Zeit lief den Osnabrückern so langsam davon und sie kamen weiterhin nicht in die gefährliche Zone, stattdessen weiterhin Hannover. Weidand und Sebastian Jung, was für ein Kopfball. Knapp 15 Minuten vor dem Ende, diese Flanke ist super, aber dieser Kopfball ist sensationell. Ins lange Eck rein, nichts mehr zu halten. Die Fans kamen nochmal, wollten Osnabrück jetzt nach vorne brüllen. Zeit war durchaus da für zwei Tore. Uahim, Henning zu Benjamin Goeth, 79. Der Anschluss war da. Die Hoffnung, doch nochmal hier reinzukommen, war aber nur von
kurzer Dauer, denn Hannover 96 mauerte sich hinten ein, ließ keine Chance mehr zu und entführt so nicht unverdient die 3 Punkte aus Osnabrück. Der erste FC Nürnberg hatte im Max-Morlock-Stadion den FC Erzgebirge Aue zu Gast. Die Klubberer über die rechte Seite mit Oliver Sorg sorgten für den ersten Vorstoß. Gonter kann die Flanke abwehren, doch Nikola Dovedan hält den Ball hier im Spiel. Sorg mit der Flanke, Behrens vor die Füße von Frei. 13. Minute, das 1:0 für den ersten FC Nürnberg. Da schaltet er schnell um, haut den Ball rauf aus kurzer Distanz, ist für Mendel nichts mehr zu halten. Nürnberg wollte schnell einen draufsetzen. Nächste Möglichkeit. Wieder über die rechte Seite. Nikola Dovedan legt in den Rückraum zu Johannes Geis. Warum der hier seinen schwächeren linken Fuß nimmt, bleibt ein offenes Geheimnis. Vielleicht wollte er es wunderschön machen, trifft hier aber den Ball suboptimal und verpasst so den 2:0 Führungstreffer. Aue vor dem Pausenpfiff einmal mutig. Pascal Testroth und Nazarov kommt an den Ball. Ausgleich in der 44. Minute. Dimitri Nazarov von Pascal Testroth vorgelegt. Martenia kommt zwar raus, aber unzureichend. Keine gute Szene vom Nürnberger Schlussmann. Es war aber noch nicht Pause. Nochmal eine Chance für den Club. Patrick Erras spielt in die Mitte zu Hanno Behrens. Und so ging die Nürnberger doch mit einer Führung in die Pause. Mendel alleine gelassen. Die Erzgebirgler scheinbar mental mit dem 1:1 schon in der Kabine. Aber es stand eben 2:1. Nochmal Spannung für den zweiten Durchgang. Es gab früh einen Strafstoß für den ersten FC Nürnberg dann im zweiten Durchgang. Rasmussen, der sich hier beklagt, das Ganze nicht wahrhaben will, aber ungestüm in Nikola Dovedan reingeht. Johannes Geis, ansatzlos. Oben rechts rein in den Winkel, mit der rechten Innenseite nicht zu halten. Mennel kann nur hinterher schauen. Doch Aue hoffte auf seine Chancen und sie bekamen sie. Baumgart, Krüger, Hochscheid, Martinia mit der Parade. 20 Minuten vor dem Ende hält so die 2-Tore-Führung fest. Doch Nürnberg war noch nicht über den Berg. Krüger noch einmal. Baumgart, Krüger, Baumgart. Anschluss. Noch über 5 Minuten zu spielen. Es blieb aber beim 3:2. Aue kam nicht mehr zu nennenswerten Möglichkeiten. Kassiert eben ein Gegentreffer zu viel oder macht ein Tor zu wenig. Der erste FC Heidenheim duelliert sich mit dem SV Wien Wiesbaden und die Wiesbadener spielt nicht wie ein Abstiegskandidat und Heidenheim nicht wie ein heimlicher Aspirant auf Tabellenplatz 3. Wien in den textmarkerfarbenen Trikots. Nach 7 Spielminuten das erste Mal wirklich richtig gefährlich vorm Kasten. Chato, der hier abschließt, der Ball hätte den Weg ins Tor gefunden, aber Kevin Müller kann den verdeckten Schuss gerade so noch parieren. Wichtige Szene hier in der Situation. Wieder Chato, über den ging einiges. Manuel Schäffler zu Czere, der aus der zweiten Reihe abschließt. Wieder Kevin Müller. Die Führung für die Gäste mehr als überfällig. Beermann, der sich da noch so wegduckt. Das macht es auch nicht einfacher für den Heidenheimer Schlussmann. Von den Gastgebern bis zum Pausenpfiff nahezu nichts zu sehen. Nochmal Wien Wiesbaden. Tobias Schwede in Ballbesitz. Maximilian Dittgen bleibt erst hängen und im zweiten Versuch macht das dann fantastisch. Zum 1:0. Lupft den halb rein oben rechts in den Winkel per Bogenlampe vorbei oder hinüber über Kevin Müller. So stand es nach 45 Minuten 0:1. Und Wien wollte schnell einen
drauflegen. Die Heidenheimer spielten weiterhin auch nicht fehlerlos in der Defensive. Aigner, Manuel Schäffler, Cherre, der sich da den Ball ergaunern kann gegen Norman Teuerkauf. Der Heidenheimer Linksverteidiger haut über den Ball. Aber Kevin Müller hält das Ding hier offen. Nun die Heidenheimer über Manon Busch. Das erste Mal richtig viel Platz. Busch mit seiner Geschwindigkeit. Die Flanke, da ist Tim Kleindienst. Und irgendwie kullert der Ball über die Linie. Von Benedikt Röcker noch abgefälscht. Unglücklich dann durch die Hosenträger von Lindner. So bleibt es beim 1:1. Das ist das Pech, was man als Wien Wiesbaden hat, wenn man da unten in der Tabelle steht. Und so kommt man vor allem auch nicht da unten raus. Dynamo Dresden weiterhin tief im Abstiegssumpf, musste sich jetzt am Sonntagnachmittag gegen Greuther Fürth behaupten. Die Fürther stehen ganz sicher da, können sogar heimlich noch nach oben schielen, aber da geht es darum, die Saison locker ausklingen zu lassen. So befreit spielten sie hier dann auch auf. 15. Spielminute, Havard Nielsen mit dem ersten Versuch direkt aufs Tor. Kevin Broll hält das Ding aber fest, hat damit keine Probleme. Von Dynamo Dresden kam nach vorne nahezu nichts und so springen wir auch schon in die 40. Spielminute. Dann war es wieder ein Ausrufezeichen von Greuther Fürth. Freistoß aus linker Halbposition, 27 Meter, Maximilian Wittek zu Caligiuri. Gefährlich ist was anderes, setzt diesen Kopfball meilenweit am Kasten vorbei. Aber zumindest mal was für die Statistik. Doch Greuther Fürth wurde nochmal etwas gefährlicher. Nielsen zu Branimir Hrgota. 43. Minute, doch noch die Führung, absolut verdient auch. Vor allem Dresden überfordert gegen spritzige Fürther, die hier mit dieser Führung auch in die Pause gingen. Für Dresden war ganz viel Luft nach oben und nach unten ganz, ganz wenig. 22 Meter, Freistoßposition, wieder Greuther Fürth und Maximilian Wittek macht es sensationell. Perfekt getreten, Broll streckt sich. Aber kommt da nie im Leben ran. Die Partie war entschieden, von Dresden kam weiterhin nahezu nichts. Hinten schlichen sich Fehler ein. Ballas mit diesem Fehlpass in die Füße von Seguin. Julian Green zu Nielsen. 0:3, 75. Minute. Der Schlusspunkt in einer Partie, in der für Dresden wirklich gar nicht zusammenlief. Da muss man sich im nächsten Spiel wieder behaupten. Das war heute nichts, so verliert man auch in der Höhe verdient zu Hause mit 0:3 gegen Greuther Fürth. Die Fans wird das natürlich nicht so richtig zufrieden machen. Zum Abschluss des 27. Spieltags hat der SV Darmstadt am Böllenfalltor den FC St. Pauli zu Gast. Die Gäste aus Hamburg legten hier einen guten Start an den Tag, da ist Sobotta, Knoll mit dem Kopf zurück zu Benatelli, Waldemar Sobotta mit einer super fantastischen Einzelaktion. Zum 1:0, legt den Ball hier über seinen Gegenspieler rüber, zieht dann direkt drauf. Da ist gar nichts mehr zu halten für Schuhn. Der SV Darmstadt schüttelte sich, brauchte ein bisschen Zeit, halbe Stunde jetzt schon gespielt, dann aber das erste Mal mit einer Szene, Fehler von Zander, Tobias Kempe, Nutznießer dieser Szene, 1:1. Etwas glücklich zu diesem Zeitpunkt, der Fehler von Zander wiegt natürlich richtig schwer in dieser Situation. 45 Minuten waren gespielt, 1:1. Kein sonderlich hochklassiges Fußballspiel, das konnte man im Vorhinein allerdings auch nicht wirklich erwarten. Der SV Darmstadt jetzt aber mutiger. Serdar Dursun, wunderbarer Pass in die Schnittstelle. Honsack zu Paulsson mit der Hacke zu Stark. Kempe. Kopfball auch aus Abseitsposition. Himmelmann muss aber auch nicht eingreifen. Aber der Treffer hätte
eben sowieso nicht gezählt. Darmstadt wollte es jetzt aber mehr. Der FC St. Pauli konnte nichts von der anfänglichen Intensität mehr hier reinbringen. Paulsson mit dem vermeintlichen 2:1. Doch auch da gingen die Jubelstürme nach ganz kurzer Zeit wieder zu Ende, weil die Fahne gehoben wurde. Klare Szene, steht da einen knappen Meter im Abseits, dann schön vorbei an Himmelmann, aber es zählte eben nicht. Der FC St. Pauli im zweiten Durchgang mit ganz, ganz wenigen Ausrufezeichen mal nach vorne. Jetzt vielleicht über Conte und Henk Fährmann. Benatelli zu Waldemar Sobotta macht da viel zu wenig aus dieser Szene. Das hätte der Treffer zum Sieg sein können, aber er wurde es nicht. Die Chancen danach hielten sich auch in Grenzen. So endet die Partie zum Abschluss des 27. Spieltages mit 1:1. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und adios.